gefülltes Kochen mit Soße Malta. 4 große, runde Artiskocken, 2 Zitronenscheiben. Soße Malta, 1 Blutorange, 175 Gramm Butter, 2 bis 3 EL Zitronensaft. 3 EL Wasser, Salz und Pfeffer, 3 Eidotter. Salzwasser in einem Topf zum Kochen bringen, der groß genug ist, um die 4 Artiskocken aufrecht aufzunehmen. Zitronen unbekanntes Zeichenscheiben zufügen. Die Stiele abbrechen und den Boden etwas begradigen. 2. Die Artiskocken in den Topf geben und mit einem hitzebeständigen Teller abdecken. Die Hitze reduzieren und 20 bis 25 Minuten unbekanntes Zeichenchen leise kochen, bis sich ein Blatt leicht abzupfen lässt. Inzwischen die Soße zubereiten. Die Schale der Orangen fein abreiben und 2 Esslöffel Saft auspressen. Die Butter bei mit unbekanntes Zeichen leerer Hitze in einer Pfanne zerlassen und den Schaum von der oberunbekanntes Zeichenfläche abschöpfen. 4. 2 Esslöffel Zitronensaft, was unbekanntes Zeichen sehr, Salz und Pfeffer in eine Schüssel geben. Die Schüssel über einen Topf mit kochendem Wasser hängen. Der Schüsselboden darf das Wasser nicht berühren. Die flüssig unbekanntes Zeichen kalt unterrühren erhitzen. 5. Die Eidotter zufügen und unterrühren durchwärmen. Weiterrühren und die heiße Butter langsam zugießen, bis eine dicke, glatte Soße entsteht. Orangenschale und Saft einrühren. Abschmecken und eventuell etwas Zitronensaft zugeben. Vom Herd nehmen. Die Artiskocken abgießen und auf 4 Teller verteilen. Die Soße Malta dazu reichen. Keine Alberginen. 1 große Albergine, ca. 800 Gramm. Salz. 300 Gramm Mozzarella. 85 Gramm Parmesan-Olivenöl. 250 Milliliter gekochte Tomatensoße, SS 192, oder hochwertige, fertige Tomatensoße für Nudeln. Salz und Pfeffer. Die Enden der Albergine abschneiden und das Fruchtfleisch mit einem scharfen Messer quer in 5 mm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben neben unbekanntes Zeichen einander auf einen großen Teller legen, mit Salz bestreuen und für 30 Minuten stehen lassen. 2. Inzwischen den Mozzarella abgießen und fein hacken. Den Parmesan fein reiben. Beiseite stellen. 3. Die Albergine abspülen und auf Küchenpapier trocken tupfen. Ein Backblech mit etwas Öl einpinseln, die Alberginenscheiben nebeneinander auf das Backblech legen und auch mit Öl einpinseln. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Celsius 5 Minuten rösten. Die Scheiben wenden, erneut mit Öl einpinseln und weitere 5 Minuten rösten, bis sie weich und gar sind. Den Ofen nicht ausschalten. 5. 1 Esslöffel Olivenöl auf dem Boden einer Auflaufform verteilen. Eine Schicht Alberginen in die Auflaufform legen, 1/4 der Tomatensoße zugießen und 1/3 des Mozzarellas darüber. Streuen. Mit Salz und Pfeffer bestreuen. 6. In diese Reihenfolge weiterschichten, bis alle Zutaten aufgebraucht sind, und mit einer Schicht Soße abschließen. Den Parmesan darüber streuen. In den Ofen schieben und 30 Minuten backen. Vor dem Servieren 5 Minuten stehen lassen. Imam Bayildi. 2 Alberginen ca. 300 Gramm. 5 EL Olivenöl. 2 große Zwiebeln, fein gehackt. 2 große Knoblauchzehen, zerdrückt. 800 Gramm gewürfelte Tomaten, Dose. 3 EL Rosinen. 3 EL frisch gehackte glatte Petersilie. Abgeriebene Schale von V2 Zitrone. 2 EL Zitronensaft. V2 TL gemahlener Zimt. V2 TL gemahlener Kreuzkümmel, einer Prise Cayennepfeffer, Salz und Pfeffer, frische glatte Petersilie, zum Garnieren. Die Alberginen längs halb wie unbekanntes Zeichen rein. Mit einem Messer das Fruchtfleisch von den Schalen lö unbekanntes Zeichen senden, dabei einen 5 mm dicken Rand lassen. Die Schalen beiseite stellen.
das Fruchtfleisch fein hacken, in einen Durchschlag geben, mit Salz bestreuen und für 30 Mittwochnatten ziehen lassen. Abspülen und trocken tupfen. 3 Esslöffel Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Die Zwiebeln zufügen und unterrühren bei mittlerer Hitze dünsten, bis sie weich werden. Den Knob unbekanntes Zeichen Lauch zufügen und weitere 2 Mittwoch unbekanntes Zeichen Natten unterrühren dünsten. Tomaten, Aberginenfruchtfleisch, Rosinen, Petersilie, Zitronenschale und Satt, Zimt, Kümmel und Cayennepfefferzuge unbekanntes Zeichen Ben. Mit Salz und Pfeffer abschmie unbekanntes Zeichen Kehn. Unter gelegentlichem Rühren 20 Minuten auf niedriger Stufe Kochen, bis die Mischung eindickt. Die Mischung in die A und Genenschalken löffeln und leicht anhäufen. Die gefüllten Schalen in eine Auflaufform stellen und das restliche Olivenöl zugießen. 6. Mit Alufolie abdecken. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius 45 bis 50 Minuten backen, bis die abgrünen Schalen weich sind. Heiß servieren oder abkühlen lassen und bis zum Verzehr kalt stellen. Mit Petersilie garnieren. Zucchini. 500 Gramm Zucchini 3 Ml Wasser Salz und Pfeffer. 3 Ml Olivenöl 6 bis 8 eingelegte oder gesalzene frische glatte Petersilie. Eine große Knoblauchzehe, Sardellenfilets zum Garnieren. Fein gehackt 3 Ml Pinienkerne. 3 Ml Rot- oder Weißweinessig 30 Gramm Rosinen. Die Enden der Zucchini abschneiden. Das Gemüse mit einem scharfen Messer in lange, dünne Stifte schneiden. Das Öl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erwärmen. Den Knoblauch zufügen und unterrühren 2 Minuten unbekanntes Zeichen Ten dünsten. Die Zucchini zugeben und unterrühren braten, bis sie zu braunen beginnen. Essig und Wasser zugießen, abdecken und 10 Minuten leicht kochen, dabei gelegentlich rühren. Inzwischen eingelegte Saar unbekanntes Zeichen Dellen abtropfen, gesalzene abspülen. Die Sardellen grob hacken und mit einem Holzlöffel zu einer Paste zerstampfen. 4. Sardellen, Pinienkerne und Rosinen in die Pfanne geben und unterrühren. Unter starker Hitze zuvor rühren, bis die Zucchini weich und mit einer dünnen Soße bedeckt sind. Mit Salz und Pfeffer vorsichtig abschmecken, da die Sardellen schon sehr salzig sind. Entweder sofort oder nach vollständigem Auskühlen bei Zimmertemperatur servieren. Vor dem Servieren mit frischer Petersilie garnieren.